Tag zusammen, willkommen zurück zu City Skylines und unserer Stadt Viridis mit einem Blick aus dem Grünstreifen, der unseren Stadtteil Wühlbeck trennt von unserem Energie- und Technikpark. Wenn man sich das hier so anschaut, das ist uns, glaube ich, eigentlich ganz gut gelungen, dass wir hier so einen Lärmschutz, einen grünen Lärmschutzwall errichtet haben. Also bevor ich jetzt diese Folge starte, möchte ich einmal die Zeit ein bisschen laufen lassen. Und zwar stehen wir nämlich kurz vor dem Erreichen des nächsten Meilensteins. Wir brauchen nämlich nur noch 7000 Einwohner, 5 Einwohner, um die 7000 zu erreichen, so rum. Wir haben 6995, deswegen möchte ich das Spiel mal jetzt einmal kurz laufen lassen, bevor wir dann in die Planung dieser Folge und der nächsten gehen. Also, damit haben wir also den Meilenstein erreicht, einer großen Kleinstadt. Kriegen ein weiteres Feld, das brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Campusgelände haben wir, neue Steuerrichtlinien, eine ganze Reihe an Dienstleistungen. Ich denke, die U-Bahn interessiert uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht als Nahverkehrssystem. Können die Berufsschule definieren und die Sportarenen, Campusgelände, Zeppelin. Ich glaube, das ist ja ein nettes Gimmick, aber ob wir das jetzt brauchen für den Nahverkehr. Aus Nachhaltigkeitssicht ist so ein Zeppelin jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das Nonplusultra. Überlandbus, die werden wir sicherlich auch dann einführen für die Fernverbindung. Wir haben die IT-Cluster, Freizeitspezialisierung, eine ganze Reihe an neuen Richtlinien. Das, da wollen wir ein paar uns dann angucken, welche da sinnvoll sind. Wir kriegen jetzt das dichte Wohngebiet, das dicht besiedelte Gewerbegebiet und die Büroflächen als ja, dichtes Industriegebiet, würde ich es mal nennen. Und dann haben wir ein paar neue Straßen, neue Gebäude, diese großen Mautstellen, ja, diese Universität. Wir wollen natürlich dann später einen richtigen Campusbezirk bauen, aber ich glaube, wir können vielleicht schon mal anfangen mit so einer Universität. Müllverbrennungsanlage, ich denke, das kommt für uns auch nicht in Frage, weil es einfach auch Treibhausgase verursacht. Das ist jetzt nicht unbedingt nachhaltig im Sinne einer Kreislaufwirtschaft, den Müll einfach zu verbrennen und daraus dann elektrische Energie zu gewinnen, sondern wir wollen weiter auf Recycling setzen. Ein paar Katastropheneinrichtungen haben wir hier noch, das brauchen wir am Anfang auch noch nicht. Diese Aufwind-Solarturm, müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Institut für moderne Technik. Heißluftballontouren, das werden wir auch irgendwann mal machen, wenn wir dann soweit sind mit dem Tourismus. Noch ein weiteres Universitätsgebäude, Schwimmzentrum. Und die Postsortieranlage, das ist so eine Sache, die möchte ich jetzt dann demnächst errichten. Ja, also dann haben wir direkt mehrere Pläne, die ich jetzt hier mal vorstellen möchte. Also einmal möchte ich unseren Energie- und Technikpark ausbauen und umbauen. Also ich möchte hier die Windenergieanlagen tauschen. Und zwar möchte ich hier beim Strom, wir haben jetzt auch das Ölkraftwerk, das interessiert uns natürlich als fossiles Dampfkraftwerk auch nicht, sondern ich möchte hier das Geothermiekraftwerk setzen, was 80 Megawatt Ausgangsleistung hat. Das ist natürlich etwas schlechter als dieser Aufwind-Solarturm, auch weil zum Preis-Leistungs-Verhältnis, also 240 Megawatt ist natürlich schon sehr groß. Den werden wir sicherlich auch bauen und danach nochmal diskutieren. Aber ich möchte jetzt erstmal in Richtung Geothermie gehen. Ich möchte dann auch jetzt durch das DLC natürlich jetzt auch verfügbar dieses Geothermie-Heizkraftwerk setzen, damit wir mich hier dann auf diese kombinierten Wasser- und Heizungsrohre setzen können, also unsere Wasserlinien, Wasserrohrleitungen ersetzen, dass wir ein Nahwärmenetz etablieren, das möchte ich also in der ganzen Stadt auch machen. Und also möchte ich den Energie- und Technikpark hier ein bisschen umbauen. Was wir dann noch haben, das kommt dann hier auf der linken Seite, möchte das etablieren, also eine Straßenmeisterei. Wir brauchen noch ein paar Servicegebäude der Stadt. Die will ich dann hier auch noch hinsetzen.
Das ist der Plan. Ich denke, wir werden auch hier die Zufahrt zur Stadt nochmal umbauen, dass wir hier eine, jetzt kommt hier so langsam Nebel auf, dass wir hier einen Kreisverkehr hinsetzen an die Konstantinstraße. Hier sehe ich, da ist ein, führt das nicht durch, das ist nicht so gut. Eigentlich soll die Konstantinstraße ja hier vorhin. Ah, jetzt haben wir hier auch schon ein Stromproblem, wie wir sehen. Ich pausiere direkt mal. Woran liegt das? Moment, jetzt eins nach dem anderen. Jetzt würde ich erst die Straße setzen und dann kurz das Stromproblem diskutieren. Also das hier soll die Konstantinstraße sein. Na, das hat er jetzt. Haben wir das jetzt hier nicht gemacht? Also. Oh, das hat jetzt was kaputt gemacht. Also nochmal Konstantinstraße. Und dann ziehen wir die mal einmal hier lang. Damit wir sie ziehen können. Hier vorne, hier hin, hier rum. Und dann flippt es. Okay, ja, wir setzen sie dann gleich nochmal richtig vom Namen her. Ja, Stromausfall deswegen, weil wir jetzt den Nebel wenig Windenergie haben. Dann sehen wir hier die Unterdeckung. 117 Megawatt Strombedarf haben wir. Stromerzeugung bei 76. Das liegt aber daran, dass jetzt quasi kein Wind weht. Ausgangsleistung nur 4 Megawatt. Das ist schwierig und auch hier unsere Vertikalläufer reichen nicht aus. Deswegen lassen wir uns jetzt mal kurz pausiert, damit ich noch ein bisschen was erklären kann. Aber man sieht den Bedarf. Ich muss hier weg von den Volatilen. Die kann man mit ergänzen, aber ich möchte hier die Landwindanlagen ersetzen durch diese Geothermie-Kraftwerke, damit wir hier ausreichend Energie zur Verfügung haben. Ich möchte dann den von Liebighof auf 5 Sterne bringen, das ist auch noch ein weiteres Ziel. Dazu müssen wir hier mehr Arbeiter etablieren. Ich möchte noch eine zweite Getreidemühle errichten, hier vorne, dass wir noch mehr Mehl produzieren für unsere Bäckerei. Dann das nächste, wir können jetzt ja Fahrradwege ergänzen. Wir haben jetzt ja hier das neue Feld, das ist genau hier diese Straße, zweispurige Straße mit Fahrradwegen. Die möchte ich überall in der Stadt verteilen, auch die entsprechende Richtlinie definieren, das machen wir gleich dann auch. Und das, also dann auch entsprechend dann hier die Richtlinie definieren, dass wir in der ganzen Stadt auf Fahrrad setzen. Mal gucken, wo haben wir das hier? Genau, Förderung des Fahrradfahrens. Das möchte ich gerne etablieren. Auch den Verbot des starken Verkehrs hier in Buchholz, Welm und Hülbeck. Das können wir also auch direkt schon setzen, dass wir das hier entsprechend definieren. Ja, und dann zu guter Letzt möchte ich hier diesen Teil des Rings noch verschieben. Denn das Feld hier rechts möchte ich jetzt so bald nicht kaufen. Aber ich möchte die Möglichkeit haben, hier die Eisenbahnlinie hier vorbeizuführen in unser landwirtschaftliches Industriegebiet. Das heißt, hier einmal lang, dazu muss ich die Straße verschieben. Das möchte ich, jetzt muss ich sie neu bauen und einmal korrigieren. Also, dass wir hier dann die Eisenbahn dran vorbeiführen können. So, durch die Stromprobleme sind wir direkt gezwungen, aktiv zu werden in unserem Energie- und Technikpark. Das möchte ich jetzt auch direkt machen, indem ich jetzt hier ganz brutal diese Windturbinen alle abreiße. Wir lassen unsere Vertikalläufer noch bestehen, aber die Windturbinen ersetze ich jetzt hier durch unsere die Geothermie. Dazu möchte ich dann auch hier die, also wir brauchen auch noch ein neues Klärwerk, da sind wir auch im gelben Bereich, was die Abwasserbehandlung angeht. Das gucken wir uns jetzt gleich auch noch an. Ich möchte hier noch diese Stromlinien können auch weg. Ich möchte das so ein bisschen optisch auch ansprechend gestalten. Also wir können hier erstmal wegmachen mit unseren Kieswegen. Die setzen wir dann gleich neu. Und auch hier den Zaun, den können wir dann gleich nochmal
neu definieren. So, also wir wollen hier Geothermie. Jetzt brauchen wir eine Straße. Da ist die Frage. Die hier. Hier so rüberziehen. Drückt an die an unseren Fluss, an die Mosel. Können wir hier vielleicht auch langziehen. So, jetzt gucken wir mal, wie groß dieses Kraftwerk hier wird. Das reicht nicht. Das ist etwas länger. Okay. Dann platzieren wir es im Nachgang. Also ich möchte jetzt hier Geothermie. Dann hatte ich gesagt, das setzt uns auch direkt unser das geothermische Kraftwerk. Das setzen wir direkt daneben. So, haben wir jetzt hier so ein Geländeproblem, das korrigieren wir dann gleich. Jetzt hatte ich nicht darauf geachtet, dass wir hier natürlich jetzt ein Geländeproblem haben. Das korrigieren wir mal eben, indem ich diese beiden Gebäude mal ganz kurz zur Seite setze. Jetzt hier ziehen wir etwas weniger Platz. Das ist aber, glaube ich, kein so großes Problem. Wir nehmen das Kraftwerk. Wir nehmen hier. Da möchte ich vielleicht aus Gründen der Optik hier nochmal so Wassertanks dazwischen setzen. Das ist natürlich nur eine Spielerei. Aber ich finde, im Geothermiekraftwerk sieht es ganz hübsch aus. Dann dieses Kraftwerk daneben. So, dann setzen wir auch noch direkt unsere Kläranlage. Das ist die Öko-Aufbereitungsanlage. Die platzieren wir dann direkt hier. Wir müssen den Zaun auch noch neu setzen. Ich glaube, wir können direkt auch noch die nächste Einheit setzen. So, prima. Und vom Strom her müssten wir jetzt ja eigentlich wieder in Ordnung sein. Jetzt müssen wir gucken, wie ist das hier mit der Stromverbindung. Das sieht gut aus. Hier müssen wir noch mal einmal rüber. Dann haben wir hier die Verbindung in die Stadt rein. Hier haben wir mittlerweile auch Verbindung. Das heißt, wir können auch hier die ganzen Stromleitungen jetzt alle mal entfernen. Die sind nicht mehr nötig, die sind noch nötig. Die ziehen wir aber einmal neu. Und auch hier die Verbindung können wir kappen. Warum sollen wir die Leitung stehen lassen? Das ist ja gar nicht notwendig. So, Strom haben wir. Können wir eine neue Wasserpumpe auch platzieren. So, wir müssen jetzt hier diese Heizungsrohre legen. Also hier Heizungsrohr. Einmal hier rum. Da müssen wir hier nur noch upgraden. Wir müssen hier einmal unten rum. Und gehen dann hier, einmal lang. Das können wir auch upgraden. Und die Rohrleitung hier kann weg. So, Strom haben wir. Da fehlt noch die Wasserverbindung zu unseren Wassertanks. Hm.
So, wunderbar. Ja, dann können wir, glaube ich, laufen lassen. So, jetzt sind wir sofort bei 80 Megawatt. Das Heizkraftwerk läuft auch an. So, das nächste, das mache ich jetzt nochmal eben schnell. Können wir alle Rohrleitungen ersetzen durch diese Fernwärmeleitung. Das heißt also, dass wir dazu dann die, also neben der reinen Wasserleitung, hier fehlt noch die Verbindung zu den beiden neuen Kläranlagen teilen. Prima. Ja, also der Plan ist natürlich, was jetzt die Wärmeversorgung angeht, an sich ist die Wärmeversorgung ja klassisch in dem Gebäude, dass man das über eine Heizungsanlage macht. So, Moment, da gibt es noch ein Stromproblem. Wieso fließt der Strom nicht? So, jetzt müsste der Strom auch eigentlich fließen oder nicht? Ach so, der Strom reicht nicht aus. Haha, das ist das Problem. Wir brauchen noch ein zweites Geothermiekraftwerk. So, und haben damit jetzt also es geschafft. Und jetzt sollte das doch bitte mal reichen mit dem Strom. Gucken wir mal nach. Jetzt ist es am Netz. Strombedarf, Stromerzeugung 196 Megawatt. Ja, das sieht doch schon etwas besser aus. Aber auch da ist noch lange natürlich nicht der Bedarf gedeckt. Aber wir haben zumindest jetzt hier ein ganz schönes... das sieht halt aus wie so ein Kraftwerkspark, der also aus Geothermie Strom und Wärme erzeugt. Also was machen diese Geothermie-Kraftwerke? Währenddessen jetzt hier im Hintergrund die Upgrades machen für die Nahwärmeversorgung. Also die Geothermie-Kraftwerke nutzen die Temperatur in den tiefen Erdschichten, also mehrere Kilometer tief in der Erde. Das sind also 3, 4, 5 Kilometer tief, wird in die Erde gebohrt, Frischwasser wird in die Tiefe gepumpt und durch die hohen Temperaturen, die sehr hohen Temperaturen im Erdinneren, wird das Wasser erhitzt, wird also unter Druck, unter hohem Druck in die Tiefe gepresst, erhitzt sich und dann wird das heiße Wasser wieder hochgepumpt. Das ist natürlich unter Druck, damit es jetzt nicht bei 100 Grad Celsius direkt siedet, sondern man erhöht den Druck. Und mit diesem heißen Wasser kann man nun in einem Kreislauf wie einem Dampfkraftwerk, also heißen Dampf erzeugen. Dieser sogenannte Clausius-Rankine-Kreisprozess, so heißt der thermodynamisch, der wird genutzt. Man hat also einen Wasserkreislauf, man hat Wasser. Das wird also durch diese Wärmequelle, durch diese hydrothermale oder petrothermale Wärmequelle erhitzt, verdampft unter hohem Druck, wie in einem Kohlekraftwerk oder auch in einem Kernkraftwerk. Wir erhalten Heißdampf. Dieser heiße Dampf unter hohem Druck, sehr energiereich, das Wasser nimmt also dann die Energie auf. Dem es dann verdampft, zu einem Heißdampf wird. Wir erhalten diese Energie in diesem Heißdampf wird dann genutzt, um eine Turbine anzutreiben. Das ist also diese Turbine mit in Rotation versetzt. Diese sich drehende Turbine treibt einen Generator an, der über Induktion elektrische Energie erzeugt. Und dann muss dieses heiße Wasser natürlich dann noch wieder abgekühlt werden. Das heißt, was man dann macht, ist, dass die
dass es dann Kondensator gibt. Das sind dann jetzt hier diese Kühltürme, die wir hier gerade schon gesehen hatten. Kommt es gleich nochmal an, das kennt man ja von den Kohle- oder Kernkraftwerken, diese großen Kühltürme. Das heißt, man braucht dann einen für die Kondensation des Heißdampfes, wird dann typischerweise Flusswasser genommen, um dem Heißdampf die Wärme zu entziehen. Man kühlt es wieder runter, hat das dann noch unter niedrigem Druck bzw. Unterdruck und erzeugt damit dann oder schließt damit den Kreis. Also das heißt, man hat wieder flüssiges Wasser bei niedriger Temperatur und kann dann diesen Dampfkreislauf, diesen Clausius-Wenckheim-Prozess dann von vorne laufen lassen. Das heißt, wie die Wärmequelle wieder nutzen, in unserem Fall die Erdwärme und das und damit also dann wieder elektrische Energie erzeugen. Das Konstrukt oder der Kreisprozess ist der gleiche wie bei den konventionellen Dampfkraftwerken, die durch die Verbrennung von Kohle oder der Kernspaltung Wärmeenergie erzeugen. Gaskraftwerk funktioniert noch etwas anders, das gucken wir uns bei anderer Gelegenheit mal an. Und wir können dann elektrische Energie erzeugen. Das geht sehr effizient. Der Wirkungsgrad jetzt von konventionellen Dampfkraftwerken, so ein Kohlekraftwerk oder ein Kernkraftwerk, liegt im Bereich von 40-45%. Das ist dann aber technisch auch schon das Maximum. Mehr ist da gar nicht möglich. Also nur unter sehr hohem technischen Aufwand, der dann wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist. Und damit kann man dann also sehr effizient beim Kohlekraftwerk auch risikoarm Energie erzeugen. Und Kernkraftwerke ist etwas anders. Da hat man ein verhältnismäßig hohes Betriebsrisiko. Wenn es jetzt also zum Schaden kommt, das Risiko, das was passiert, ist sehr gering. Aber wenn, dann ist der Schaden immens. Das ist eine Sache, das nutzt halt schon seit Ende des 19. Jahrhunderts die Kohle als Energieträger. Und wir machen es jetzt mit der Geothermie. Gleiches Prinzip. Wir haben hier hinten, das hier sind diese Kühlturmeinheiten. Gehen wir mal näher ran. Hier sieht man das hier hinten, diese 6 Kühlturmeinheiten, die dann das Wasser, den Heißdampf kondensieren, wieder flüssiges Wasser haben. Hier ist dann der Generator, der dann den Strom einspeist ins Stromnetz. Eine sehr interessante Form der Energiegewinnung. Ist technisch aufwendig, man braucht entsprechende Topologien und es ist für die, in Island funktioniert es sehr gut durch die sehr hohen Temperaturen, günstigen topologischen Verhältnisse. In Deutschland ist so ein Geothermiekraftwerk bei Mitteleuropa nicht wirklich rentabel. Dazu ist die Technik zu aufwendig, es ist einfach zu teuer. In unserem Spiel hier muss es uns jetzt erstmal nicht stören. So, also genug erklärt. Strom ist vorhanden, wir haben 92 Megawatt, 219 wird erzeugt. Und jetzt sehen wir auch hier, wir haben einen Heizungsbedarf. Wir sind jetzt gerade im Spiel hier im November. Also wir haben eigentlich 80 Megawatt Heizproduktion und haben jetzt hier die ganze Stadt mit Fernwärme versorgt. Das heißt also über das heiße Wasser wird jetzt dann in Rohrleitungen gepumpt und dann an den einzelnen Gebäuden übergeben in die Heizungsanlage. Man braucht also kein Gaskraftwerk oder keine Gaskessel mehr und auch vor allem keine Heizölkessel. Wir können ja hier auch theoretisch so eine Kesselstation auf Ölbasis einsetzen. Das wollen wir natürlich nicht, das ist ja nicht nachhaltig. Das Geothermiekraftwerk ist emissionsfrei. Prima. Damit haben wir das schon abgeschlossen. Jetzt als nächstes möchte ich, damit wir das vorbereiten, hier den vierten Stern für den von Liebighof erreichen. Dazu möchte ich auch hier ein bisschen umstrukturieren und diese Getreidemühle hier versetzen, dass ich zwei nebeneinander setzen kann. Da möchte ich hier ein bisschen Platz schaffen. Auch das machen wir nochmal. Jetzt hier die Wege legen. Ich denke, hier können wir weiter auf Kieswege, aber Kieswege sind nur für die Felder interessant. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht für die Produktionsstätten.
auch hier dieses, dass wir hier das Mehl vor freier Fläche lagern. Das ist, glaube ich, auch Quatsch. Das Gebäude versetzen wir auch mal hier hinten hin. So, dann gucken wir uns erstmal das Gelände nochmal an, wie das hier aussieht. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen glätten hier. So, hier die erste hin und dann möchte ich noch eine zweite setzen. Dann brauchen wir sie. Das hier mit der Kreuzung gefällt mir nicht. Das ziehen wir mal einmal so. Dann können wir jetzt hier Lager für das Mehl. Das soll es natürlich idealerweise große Scheune oder hier Lagerhäuser, die sind vielleicht etwas professioneller. Lagerhof, kleines Lagerhaus. Ja, ich denke, ein kleines Lagerhaus sollte reichen. Einmal hier und hier, das war hier Mehl und auch hier das Mehl lagern. Können wir jetzt hier diese eine Straße noch upgraden. Dann haben wir hier auch eine vernünftige Straße. So. Oha, jetzt haben wir hier, da brennt die Hühlbeck. Da müssen wir jetzt schnell reagieren. Das wollte ich später machen, das Löschhubschrauber-Depot. Das setzen wir auch hier in unseren Energie- und Technikpark. Da ist noch die Frage, wohin? Da müssen wir recht schnell reagieren. Platzieren wir dich hier vorne. So, Stromverbindung prüfen, alles gut. Das ist nicht gut, da brennt es lichterloh. Das ist jetzt die Gefahr, die wir haben. Müllverarbeitungsstatus wird auch kritisch, das können wir auch direkt machen. Dass wir einen weiteren Recyclinghof setzen, den können wir hier auf der gegenüberliegenden Seite. Da haben wir vielleicht ein bisschen hohe Belastung bei den Straßen. Der geht 1, 2, 3, 4, 1. Ja, wie sieht es aus, den hier an den, können wir auch hier vorne. An diesen, ja, ich möchte eigentlich nicht an diese Hauptverbindung setzen. Ja, machen wir jetzt mal 1, 2, 3, 4. So, können dann hier den Recyclinghof hieran platzieren und den zweiten entsprechend. Dann haben wir, glaube ich, ausreichend Platz für die Müllverarbeitung. Brauchen hier natürlich Anschluss an das Fernwärmenetz. So, damit ist die Müllverarbeitung auch wieder gesichert. Und jetzt der Wald. Das ist nicht schön. Auch die Häuser stehen in Flammen. Wo sind denn unsere
Hubschrauber, da kommt die nächste Feuerwehr. Ist denn hier eigentlich ausreichend Feuerwehr vorhanden? Ne, so richtig. Haben wir das nicht versorgt? Doch hier vorne, das ist zu weit weg. Das ist ja ärgerlich. Hilft uns der Regen? Eigentlich müssen wir hier vorne an der Zufahrt auch nochmal. Aber eigentlich sollte jetzt die Feuerwehr, die Hubschrauber das doch schaffen hier. Die sind doch alle unterwegs. Wo sind sie? Ah ja, hier vorne fliegen sie, holen das Wasser hier in der Bucht und schmeißen es dann hier ab. Ja, der Katastrophenschutz funktioniert prima. Und da muss natürlich noch jemand mit dem Fahrrad langfahren oder was? Ja, interessant das Konstrukt. Naja gut, also jetzt haben wir hier, jetzt haben wir hier nach unserer Bäckerei und unserem Getreide gucken. Das sieht gut aus. Wir haben ausreichend Nutzpflanzen. Bäckerei produziert, wir machen auch ordentlich Gewinn. Was sagt der von Liebighof jetzt hier? Brauchen wir noch mal ein paar Baracken. Die können wir jetzt noch mal ergänzen. Die setzen wir vielleicht mal hier vorne. Noch an die die Straße, können wir auch noch mal ein bisschen was ergänzen an Gewerbefläche, damit die Arbeiter auch noch mal Möglichkeit haben, noch mal einkaufen zu gehen oder vielleicht noch mal ein Restaurant abends noch mal in die Kneipe. Das ist ganz gut. So, der Waldbrand ist gelöscht. Jetzt haben wir hier die ganzen Sitzbänke und da kommt auch schon die Feuerwehr und löscht das letzte Feuer. Prima. Ja, also ich möchte jetzt noch ein paar Felder setzen, damit wir hier die Möglichkeit haben, die vierte Stufe zu erreichen. Da möchte ich hier nochmal Getreide oder Weizenfelder. Hier kommt auch noch mal Weizen. Da installieren wir noch mal ein Silo. Für die Zwischenlagerung. Und das können wir auf der Gegenseite vielleicht auch noch mal einmal machen. Dann sollte aber eigentlich ausreichend Fläche haben für die Bewirtschaftung. Wir haben kein mittleres Obstfeld, sondern ein mittleres Getreidefeld. Das ist Weizen. Das sieht gut aus. Machen wir nochmal an. Unterkünfte für die Arbeiter. Ich glaube, das Instandhaltungsgebäude haben wir auch noch nicht. Das können wir hier an den Anfang setzen, hier vorne von unserem, ja, hier vorne setzen wir das ein, dann haben wir ja noch entsprechend Platz für das Instandhaltungsgebäude. So, die Gewerbeeinheiten sind entstanden. Ah ja, und schon haben wir es geschafft, Stufe 5 unseres Vorliebighofs. Jetzt können wir die Lebensmittelfabrik, da fehlt uns aber noch einiges an. Zusatzindustrie, großes Getreidesilo, große Viehweide, großes Getreidefeld, großes Obstfeld. Ja. Also jetzt haben wir hier großen Verkehrsstau, weil es jetzt hier zum Befüllen der Silos kommt. Das ist jetzt aber eine temporäre Situation, die wir hier haben. Dass der Stau hier löst sich dann gleich auf. Die Brände in der Wühlbeck sind gelöscht. Der Wald kann neu entstehen. Wir haben unseren Energie- und Technikpark neu gebaut. Gucken wir uns das hier nochmal
im Detail an. Vielleicht können wir hier nochmal eine Mauer dann bei Gelegenheit platzieren. Eine Keimmauer. Und ja, mit dem Blick auf unser geothermisches Kraftwerk und den Löschhubschrauber, also ein geothermisches Kraftwerk zur Strom- und Wärmeversorgung unserer Stadt Viridis, beende ich die Folge an dieser Stelle. Bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.